Nörmt. Hallo, Nörmt, was auch immer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Stream-Zuschauer, liebe Internet-Zuschauer, liebe Zuschauer im Allgemeinen. In Österreich, in der Schweiz und auch in Südtirol. Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier direkt aus dem, was ist das hier, Medienzentrum, Kompakt-Media-Zentrum in Magdeburg. Warum sehen Sie uns jetzt gerade? Weil wir Sie vorbereiten möchten auf eine Kulturhilfe-Livestream-Geschichte, wenn ich das mal so spontan... Auf eine Weltpremiere. Und zwar ist es ja so, wir Künstler dürfen ja im Moment nicht auftreten. Und um den Künstlern trotzdem die Möglichkeit des Auftrittes und auch des Geldverdienens zu bieten, wird Kompakt Media in Zusammenarbeit mit uns beiden, wir sind die Hengstmann-Brüder hier aus Magdeburg, werden wir einen Livestream machen. Und zwar zwei bis dreimal die Woche. Was sind denn genau die Sendetermine? Mittwochs, freitags und montags. Und freitags? Ich habe mittwochs, freitags und montags gesagt. Wieso fängst du mittwochs an? Weil wir mittwochs anfangen. Fängt Montag an. Montag, Mittwoch und Freitag. Da wird man ja verrückt. Da haben wir uns echt was vorgenommen. Ja. Aber das wird toll, weil wir haben auch ganz, ganz, ganz tolle Gäste mit dabei. Zum Beispiel in der ersten Sendung am 11.11. Am 11.11. Hello. Da kommt die erste Sendung, meine Damen und Herren. Großartiger Gast, Lars Johansen. Nicht für uns, sondern für Sie. Genau. Also wenn Sie Interesse haben, schalten Sie einen Livestream über Facebook mittwochs, freitags, weil wir mittwochs anfangen, fange ich auch immer mittwochs an, mittwochs, freitags und montags, jeweils um 20 Uhr hier auf Facebook, einen Tag später hier auf YouTube, meine sehr verehrten Damen und Herren, je nachdem, wo Sie uns gerade sehen. Aber die Woche fängt trotzdem montags an. Bruder, was ich noch wissen wollte, wir machen das ja auch, um die Künstler zu unterstützen. Natürlich. Ja? Das heißt, so ganz alleine schaffen wir das nicht. Nur durch unseren Glanz werden die Künstler nicht unterstützt. Ja, wir haben ganz tolle Unterstützer, meine Damen und Herren. Firmen aus Magdeburg und Umgebung. Was mir gerade einfällt, wenn du dir eine Wohnung mieten würdest, wo würdest du sie dir denn mieten? Wo würde ich das wohl machen? Hör mal wo denn? Zu. Das würde ich machen bei der Wohnungsbaugenossenschaft in Magdeburg, bei der Wobau oder auch bei der MWG. Ja? Ja. Und die Frage ist, die Miete muss ja auch abgebucht werden. Ja. Und von wo wird die abgebucht? Von der Stadtsparkasse Magdeburg, meine Damen und Herren. Und wenn man dann schön in dieser Wohnung wohnt, dann brauchen wir auch einen Fernseher. Und wo kauft man sich den? Im Mediamarkt, würde ich sagen. Ist das verrückt? Ja, ist das verrückt, ja. Und wenn man dann den Laptop kauft oder ein Tablet, um diese wunderbare Sendung zu streamen, hat man ja auch mal Bock auf ein bisschen Chips und Bier. Ja. Und wenn das soweit ist, wo macht man das? Wo kauft man sich? Wo kauft man sich Chips und Vermutlich Bier? Im Rewe-Markt. Richtig. Und in welchem Rewe-Markt? Im Rewe-Markt Volker Brandt OHG. Also wir werden unterstützt. Sie können uns auch unterstützen. Die erste Sendung am Mittwoch, die ist noch live frei verfügbar. Ab Freitag oder Montag werden wir die Sendung, leider, es ist nicht unser Wille, werden wir die monetarisieren müssen. Was heißt denn leider? Das ist doch gut, dass sie monetarisiert. Das geht doch alles. Jeden Cent, den Sie sozusagen buchen, geht dann für den Künstler, der dann hier sitzen wird. Oder? Ja, so. Der Künstler wird etwas darbieten, wir werden uns ein bisschen mit dem Künstler unterhalten, ein bisschen Musik wird es auch noch geben. Ja. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich den Livestream einschalten. Laptop, Tablet, Fernseher mit Internetanschluss. Genau. Oder das Nokia 3210. Das geht, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass Symbian das bietet, das ist das Betriebssystem von Nokia. Aber das Display passt ja auch gar nicht drauf. So. Worum es geht, schalten Sie ein. Ich kann nicht einschalten, weil ich live hier sitze. Das heißt, ich kann die Sendung leider nicht sehen. Aber wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich würde mir die Sendung angucken. Die Sendung trägt nämlich den wunderschönen Titel Nörmt. Nörmt.